Wer denn jetzt wir? Ich? Du? Du. Oh Gott. Okay, nochmal. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Medieval Engineer mit meinem lieben guten Kumpane Dante. Hallöchen. Hallöchen. Ja, unsere Stadt wird größer. Ja, sie wächst. Sie wächst mit unserem Sankt, unser Beschützer hier. So, wie er aber jedes Mal drauf eingeht. Ja. Wir waren ja da gerade dabei, also ich mache meine Kirche hier fertig und der Dante macht ja jetzt gerade, also das Wohnhaus ist ja so weit fertig, der macht gerade die Scheune, gell, und den Speicher. Richtig. Also die Scheune ist ja im Prinzip der Speicher oben drauf und ich habe mir gerade schon überlegt, das Dach wird schweinehoch. Ja, sehe ich auch gerade. Alter Falter, ey. Das wären mindestens zwei normale Dächer und dann kommt oben erst die Spitze drauf, ey. Krass. Ja. Nee, Quatsch, das wären nur normale Dächer. Da gibt's gar keine richtige Spitze dann. Nee, das wären nur normale Dächer. Alter, ist das krass. Ich habe mir schon überlegt, ob ich den Speicher so mache, wie du dein Lager ist, dass ich jetzt erstmal so ein Zwischendach, dann nochmal eins hochgehe und dann erst das Dach zumache. Ah, dann wird das ja. Dann wird das ja noch höher. Ja, nee, ich würde sagen, so wie du es baust, baust du richtig. Also jetzt meinst du gleich zumachen und dann Ende Gelände. Genau. Oh, die Sonne steht gerade richtig geil, aber ich glaube, es wird schon wieder dunkel, oder? Oder geht die Sonne jetzt gerade auf? Weiß ich nicht. Also ich bin erstmal in meiner Kirche und baue da ja, weiter. Genau, baue mal in deiner Kirche weiter. Genau, ich habe hier in der Zwischenzeit mal ein bisschen Licht verteilt, dass es im Dunkeln nicht ganz so dunkel wird hier drin. Dass es im Dunkeln nicht ganz so dunkel wird, ja? Ja, das war ein absichtliches Wortspiel. Weil im Dunkeln ist gut munkeln. Und da kennt Muffy sich ja richtig gut aus. Ja, nicht nur ich, ne? Bitte. Was? Ja, ja, was? So, jetzt haben wir mal Spaß beiseite und. Nee, ernst. Nee, lieber nicht. ja. So, wie mache ich das jetzt? Also, ich möchte ungern nochmal vom Dach fallen. Ich glaube, ich werde erstmal die Wände machen. Ich habe jetzt noch 20 Timbers einstecken. Das ist schon mal sehr gut. So. Und falls ihr euch jetzt wundert, ich habe für den Speicher jetzt absichtlich die Fenster ohne Fensterladen genommen, weil macht sich jetzt für Speicher nicht so gut. Also fürs Wohnhaus fand ich es passend, aber für den Speicher fand ich das jetzt nicht so. Und ich denke, da wird mir Mafiopis zustimmen, dass es jetzt schon legitim ist, sag ich mal. Ja. Weil Speicher ist ja da, dass man jetzt zum Beispiel Getreide trocknet oder so. Und da kann das ruhig ein bisschen durchpfeifen. Da trocknet es nämlich ein bisschen schneller. Und ich sehe einen Kürbis. Du siehst einen Kürbis? Ja. Also eigentlich bräuchten wir gar kein Feld anlegen. Wir haben so viel Korn hier im Umkreis, das ist echt Wahnsinn. Deswegen sage ich ja. Also das ist total krass. Ich habe auch in meiner Scheune eine Stelle, da wächst ständig Korn nach. Ich frage mich, warum? Da ist ein Stone, weißt du, so ein Stone-Defense-Block steht da drauf. Und das Ding wächst da durch wie Unkraut, das ist schlimmer, ey. Also Mafi, wenn du mal wieder am Forschen bist, dann forsche mal was gegen Unkraut. Ja, ich versuch's. Super. So, jetzt gehen wir aber auch langsam die Timbers aus, das ist jetzt echt doof. Aber deine Kirche sieht schon richtig nice aus, von hier oben zumindest. Ja. Ja, finde ich schon richtig cool. Gerade wie du das innen mit den Wölbungen machst. Aber wir lassen Muffy jetzt mal ein bisschen bauen und wir gehen erstmal später gucken. Genau. Weil ich glaube, Muffy muss seine Kreativität erstmal walten lassen, bevor man ihn jetzt stören darf. Genau. Und das werde ich natürlich nicht berücksichtigen, aber ich tue es zum Teil. Ja, irgendwie klar. Nee, ich lasse dich erstmal in Ruhe bauen, weil. Gut. Ich weiß ja, wie es ist. Kreativitätsfindung und so ist jetzt nicht gerade so, ist jetzt auch nicht gerade meine Stärke, sag ich mal. Ja. Bin ja schon froh, dass ich das so umgesetzt gekriegt habe, wie ich mir das vorgestellt habe hier mit dem Haus. Aber das Wäscheleine-Telefon funktioniert, ne? Was? Du redest gerade mit mir über die Wäscheleine-Telefon, oder? Nö. Über normales Headset und Mikrofon. Spiel doch mal mit. Nö. Ich kann jetzt leider nicht so umstellen, dass es wie durch eine Büchse klingt. Das würde auch scheiße rüberkommen. Nee, alles gut, Mavi. Ja, der Telegrafenmast steht und das passt.
Alles klar. Ist nicht. Das wäre natürlich auch geil, weißt du, man müsste jetzt so ein Netzwerk wie zum Beispiel die Telegrafen machst, du stellst einfach Timber hin und ziehst dann Seile. Ja. Das wäre auch eine Idee. Könnte man auch machen. Von Haus Durch zu Haus. Schwingung, durch Schwingungen Töne ertönen lassen. Also Was? Töne erzeugen, meinst du? erzeugen, ja, Stimme und so, ne? So. Brr. Also manchmal habe ich das Gefühl, du weißt selber nicht, was du laberst. Alles gut. Ist schon heftig. Ich mach meine Kirsche weiter. Ja, mach mal. Da hältst du wenigstens die Klappe. Was? Was? So. Gut. Der zweite Stock steht. Also beziehungsweise die zweite Wandreihe steht. Jetzt muss ich bloß überlegen, wie ich auf die andere Seite. Ich muss das auch schon mal mit dem Holzdach irgendwie machen. Wie mache ich denn das am blödsten? Kann ich das von hier. Ach, ich kann das von hier innen abbauen. Das ist natürlich auch geil. So, dann bauen wir das auch schon mal weg. Gut, das hätten wir. Was, jetzt habe ich nämlich dasselbe Problem wie beim Wohnhaus drüben, dass es dann eventuell die Ecke nicht korrekt zieht. Und das wollen wir ja nicht, ne? Das wollen wir nicht. So, das steht. Muss ich erstmal das andere setzen. Wo haben wir? Da haben wir es doch. Kriege ich das jetzt? Ja, so kriege ich das. Okay. Das passt. Zack, halt, Quatsch, erst umschalten. So. Bam, 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 bam. So, das Und allerdings Glück läuft. haben, gell? Heu? Wegen? Wegen den Pfeiler, was wir vorhin hatten. Ach so. Okay, aber wieso Glück, hä? Dass ich so bauen kann, Das ist jetzt dass schön das nicht stört, weißt du? berechnet? Ja, hat er schon. An der Okay. Falltür. Ach so, okay. Ach, wegen dem Ducken oder was? Nein, wegen dem Gewölbe hier. Ach so. Ja, da bin ich ja sowieso mal gespannt, wie du das umsetzen willst. Aber ich meine, das können wir ja dann auch zusammen machen. Ist ja jetzt nicht so wild. So, da ist keine Ecke drin. Das müsste eigentlich passen soweit. So. Wenn ich jetzt eine Möglichkeit hätte, da irgendwie nochmal aufs Dach zu kommen, das wäre echt genial. Okay, hier guckt die obligatorische Ecke durch. Mach jetzt erstmal das hier. Ja, das war klar. Jetzt gehen wir natürlich wieder die Wooden Sticks aus. Lol. Ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, hier habe ich jetzt schon alles. Die ist auch leer. Die ist auch leer. Okay, Muffy, hast du noch irgendwo Wooden Sticks? Nein, aber wir haben ja dieses Scrap-Material da. Haben wir gar nichts mehr an Wooden Sticks? Nein. Echt, die ganzen Kisten leer? Ja. Boah. Das ist Also krass. es stört nicht, ne? Ich habe es jetzt gebaut und es stört nicht. Was stört nicht? Ja, der Pfeiler. Also ich mache jetzt die ganzen vier Pfeiler dran an das Gewölbe. Ach so, okay. Ja. Ja, ist richtig, okay. Dann glitscht es halt ein bisschen durch, aber es macht ja nichts. Aber den vierten kriege ich nicht dran. Soll ich dir helfen? Warte. Gucken, wo habe ich denn meinen Pfeiler? Da ist mein Pfeiler. Okay, du kriegst den vierten nicht dran. Warum? Den kann man hier nicht bauen. Warum kann man den hier nicht bauen? Achso, ich weiß, warum ich den nicht bauen kann, weil ich keine Wooden Sticks einstecken habe. Warte, ich hole mir mal schnell. Du hast aber noch Wooden Sticks, oder? Ja. Okay, und kannst den trotzdem nicht bauen. Dann müssen wir mal gucken, woran das liegen könnte. Aber ich kann den setzen. Kannst Kann du? den ich? Du kannst den bauen. Ich habe den jetzt gesetzt. Wie hast du das gemacht? Ich habe den einfach gesetzt. Wenn du, ist der in den Boden geglitscht bei dir? Ja. Dann musst du Z drücken. Ah, okay. Weil dann änderst du die Ebene. Ah.
Das ist genauso, wenn du mal ein Dach nicht setzen kannst oder so. Einfach mal Z drücken. Musst du aber jetzt dann. Kann ich's auch. Ja. Musst du aber dann auch wieder Z drücken, wenn du jetzt was anderes setzen möchtest, was eigentlich dahin soll, wo es hin soll. Ansonsten setzt du das auch irgendwie in die Ebene rein. Alles klar. Ja. So, ich habe mir jetzt mal das ganze Scrapwood geklaut, weil ich ja noch ein bisschen was fürs Dach brauche. Beziehungsweise um die eine Reihe zu setzen. Ansonsten würde ich sagen, müsste ich dann erstmal der Farm gehen. Beziehungsweise mal ein bisschen durch den Wald hopsen. Ist halt blöd, dass es jedes Mal dunkel wird, ey. Ist halt echt doof. Naja, soll's. Kann man nicht machen. Müssen wir durch. So, baue das jetzt. Genau. Und zack. Komme ich nicht hoch. Muss doch ringsrum laufen. Boing. So. Okay, dann werden wir jetzt das hier machen. Das passt sogar auch gleich schon. Ach so. Wie mache ich denn das jetzt hier? Ich muss ja bestimmt auch. Ich glaube, ich muss mal von außen sowas wie ein Dachzubringer machen. Von außerhalb. Irgendwie. Dass ich auf das scheiß Dach hochkomme. Aber warte mal, ich kann ja auch schon mal anders gucken. So, genau. Okay, also Murphy, das Dach wird echt schweinehoch, war. Das ist. Boah. Ah, da können wir wenigstens noch einen ordentlichen Dachboden draus machen. Dann im Endeffekt. Ist auch nicht verkehrt. Okay, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Cool. Freut mich irgendwie. Obwohl ich jetzt sehe, ich hätte die Scheune sogar eins schmaler machen können. Aber dann hätte es, glaube ich, von der Holzverzierung nicht gepasst. Nee, war schon gut so, dass ich es so gemacht habe. Vor allem, dass sich das mit dem Dach so gut ausgeht, hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Krass. Finde ich cool. Aber ich habe dann in diesem Sinne Muffys Lager abgelöst, weil die Scheune ist dann das höchste Gebäude hier bis jetzt im Dorf. Aber ich glaube, Muffy wird sich das nicht lange auf sie sitzen lassen und sich dann was einfallen lassen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Muffy? Ah, okay, Muffy ist schon wieder weg. Keine Ahnung, was da los ist. Connection lost, okay. Anscheinend hat er sein Internet vergessen zu bezahlen. Nee, Quatsch, glaube ich nicht. Also wenn er kann, kommt er bestimmt gleich wieder. Ansonsten werde ich jetzt erstmal das hier weitermachen. Halt. Das war jetzt nicht geplant. So. Und kriege ich das jetzt dahin? Ja, kriege ich. So. Ah, wie mache ich denn das jetzt hier? Okay, das wird Muffy sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Geht sofort weiter. Ah, okay. Alles klar. Ja, das konnten wir uns ja schon denken. Muffy hat leichte Internetprobleme, aber er versucht gleich wieder da zu sein. So, jetzt muss ich überlegen, wie mache ich das jetzt? Ich muss. Brauche mal den hier kurz. Okay, also müsste das diesmal wieder. Das da so. So, dann brauche ich jetzt die 4. Die ist hier. Muffy disconnected. Okay, das war jetzt bestimmt seine Figur. So, wie rum ist das jetzt? Das müsste jetzt. Wenn es jetzt so rum ist, ist es von außen so rum. Und das müsste sogar passen, wenn ich mich nicht irre. Ja, das passt. Okay,
Okay, ich werde jetzt hier aber keine Fenster mehr reinziehen, weil, weiß ich nicht, kommt irgendwie komisch, finde ich. Nein, 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 das machen wir jetzt nicht. So. Okay. Na, jetzt auch wieder? Oh, Hallöchen! Hallöchen! Ja? Hast du deine Rechnung nicht bezahlt, oder was? Nein. Oder ist die Strippe gerissen? Vodafone hat immer noch Probleme, ne? Ja, alles klar. Alles gut, Muffy. Alles gut. Wieso? Das ist gerade in IP passiert. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. Ich hab Hunger und kann da durch eine Wand nicht setzen, oder wie, oder was? Hä, aber warum? Okay, jetzt ging es auf einmal doch. Und ich verhungere gleich, aber ich esse gleich was. Ich hoffe, das passt dann immer noch. So, dann wollen wir jetzt erstmal schnell drei Brötchen reinhauen. 1, 2, 3. Und los geht's. Frisch gestärkt ans Werk. Upsala. Und da ist er wieder auf dem Sog. Na, gucke er noch an dir. So, wie ist denn das jetzt hier? In der vorne war es ja noch einfach, aber hier ist es jetzt blöd. Okay, jetzt war ich bei dem Wappen, gell? Das müsste dann so einer sein. Was? Wie? Bin ich beim Wappenmaker gespawnt. Der macht ja nichts. Bist da wenigstens da, oder? Ja. Okay, das war jetzt, glaube ich, genau verkehrt rum. Ja, das war jetzt genau verkehrt rum. Obwohl, ich könnte es aber eigentlich erstmal so lassen. Ich könnte das erstmal so lassen. Ich mache das gerade mal anders. Und zwar werde ich mal jetzt erstmal das hier fertig klopfen. So und so. Na, bau doch mal, ja. Sollst du oben hauen und hier unten das Fenster. So. Okay, das geht aber. Nee, das wird nicht. Ist blöd. Blöd, blöd, blöd. Das beißt sich jetzt mit dem da unten, weil das dann eigentlich derselbe sein müsste. Aber ich glaube, ich lasse das trotzdem. Nee, das machen wir oder andersrum. Halt, drücke mal die falschen Tasten. Die Wand muss ich leider nochmal drehen, das wird sonst nix. Das haut sonst nicht hin. Das haut sonst nicht hin. So. Okay. Ja, so passt's. Dann drehen wir hier nochmal. Und dann hier. Und dann so. Und da kommt dann jetzt die Ecke hin. Genau. So. Haben wir das wenigstens schon mal. So, ich hoffe, die Timbers reichen jetzt noch. Könnte aber knapp werden, weil jetzt brauche ich schon wieder 2. Das wird eng. Ich glaube, das geht sogar genau auf, wenn ich mich nicht irre. Nee, nicht ganz. 2 bleiben übrig. So, na, baust du mal weiter, du Nase. So, da gucken wir uns das gleich nochmal an, das Geschehen hier. Und zwar mit der Taste. Oh ja, doch, gut, es geht. Das hat auf jeden Fall was. Sieht gut aus. Ich drücke aber trotzdem immer noch die falschen Tasten. So, was ist los, Muffy? Bist du ruhig? Ja, voll kondensiert. Kondensiert oder konzentriert? Konzentriert. Weil du kondensiert gesagt hast. Weiß. So, wo ist jetzt meine... Da ist meine Ecke.
Wenn du mal kurz bei mir vorbeischauen willst, gerne. Ist das jetzt gerade eine Aufforderung oder war das eine Einladung für irgendwann? Kannst du sehen, wie du willst. Komm her. Kannst du sehen, wie du willst. Komm her, ja. Und lass dich nicht betteln, ey. Ja, da gucken wir mal rüber, was Muffy jetzt gemacht hat. Holla, okay. Also ich habe mir überlegt, Jawoll. gell? Hier Ja. so Eingang hier, gell? Dann hast du links und rechts, also hier rum, gell? Ja. Und da Bänke. Okay. Gell? Hier hast du dann einen Altar hier vorne. Okay. Gehe ich mit? Und die Treppe nach oben hier und Weißt dort. du, weißt du, was dann auch geil wäre? Für deinen Altar könntest du dann links und rechts daneben die Teile aufstellen hier. Ja, genau. Weil da hast du schon mal ein Lichtproblem weniger. Das ist halt, warte mal, könntest du die, du könntest die sogar hier hinstellen. So. Also du möchtest Fackeln nehmen. Ja, Fackeln wären besser. Okay, dann sack ich die wieder ein hier, weil dann kann ich die nämlich gleich für mein Bäuerlein Häuslein benutzen. Möchtest du die zwei gleich behalten oder? Natürlich, da habe ich gleich Licht. Dankeschön. Ja, kein Problem, kein Thema. Dafür sind wir doch hier, Marie. Jo. Dafür sind wir da. Und Sticks habe ich nicht mehr. Ja, ich glaube, ich muss auch erstmal farmen gehen eine Runde. Sag mal gucken, ob ich mich irgendwo ein bisschen ausköteln kann. Wie viel habe ich denn eigentlich noch? Ja, 10 Stück, das lohnt sich nicht. Da jetzt Bin schon los zu im flitzen. Wald. Ja, es war ja klar, dass du dann, wenn du denn schon alleine gehst. So. Ach so, ich Lass kann. aber die Bäumchen, nimm nur die Dings, gell? Hä? Nimm nur die Tannenbäume. Ach so, weil die anderen kleinen nachwachsen als große Bäume oder wie? Genau. Okay. Ja gut, das weiß ich nicht, das muss mir ja mal jemand sagen. Hab ich ja gerade. Ja, ist richtig, hast du gerade. So, du bist bestimmt in deinem Waldstückchen, denke ich mal, oder bist du auch hinter dem Hof, hinter dem Bauernhof? Nee. Okay. Da ich wenigstens die ganzen Sticks für mich alleine. Ich habe ja auch ganz viele Sticks für Sonst, mich allein. jetzt hab ich vergessen, die Timbers rauszuschmeißen. Ups, oder unsinnig Platz weg. So, naja, gut. Ah, es fällt wenigstens schon mal auf. Das ist schon mal richtig nice. Also man sieht, dass da was entsteht. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal die Hauptsache, sag ich mal. Und. Ach okay, jetzt steht es. Jetzt steht echt hier hinten das erste Mal ein anderer Baum. Mir vorher gar nicht aufgefallen. Gut, ich habe immer ziemlich schnell F gedrückt. Ja, die wachsen innerhalb von 2,5 Tage, also Spieltage. Die Also kleinen, die ich jetzt nicht einsammeln soll, meinst du? genau. Okay, das ist 2,5 bis 3. 2,5 bis 3, also. Aber sind das nicht sowieso eigentlich alles Tannen, auch wenn das andere Setzlinge sind? Oder andere Mini-Bäume? Nee, das sind ja die. Ja. Aber so siehst du ja, dass das Bäume werden. Okay. Und die kleinen Tannen werden aber nicht zu großen Tannen, oder was? Nee, nee, die bleiben stehen. Okay. Das ist ja mal ulkig. So. Hast du dir denn schon Gedanken gemacht, wie du die Katakomben aussehen lassen möchtest? Nein. Oder für das Kanalisationssystem? Na, auf jeden Fall Gewölbe. Aber nicht so ein Gewölbe, sondern so wie dein Hofeingang. Ja. Das mehrfach. Okay, also mit Bögen meinst du jetzt? Also Mit Bögen, richtig, genau. richtig viele fette Bögen. Okay, das könnte tatsächlich interessant sein. Überraschen lassen. Genau so ist es. Lasst Aber euch überraschen. bis ich dorthin gehe, dauert's. Ja, das ist klar, da hast du gerade erst angefangen zu bauen, also von daher. Hör ich jetzt zwar klein, aber Arbeit.
Ja, ich meine, so klein finde ich die jetzt gar nicht. Aber gut, das könnte man jetzt dem Gewölbe unten drunter verschulden, dass sie doch ein bisschen so ausgeartet ist. Aber ich muss sagen, du hast gut abgezählt. Bis auf die Tatsache, dass du noch eh mal hinten eine Wand wegreißen musstest, hast du gut abgezählt. Ja. Ich hatte es ja schon mal gebaut im Singleplayer und dachte mir, klappt das jetzt? Weil ich wusste es nicht so genau, aber vier Cubes sind Okay, das. okay. Also hast du jetzt 4 mal 5 oder 6, ja? Weil 6 ist es ja tief, also lang, das Haus. Deine Vier Kir, breit. deine Kirche. Vier breit und sechs lang. Nee, warte. 4 breit und 5, ja? Oder? Nee, das sind 6. 5, 6, 7 7, sogar. 8. Okay, 8. 8 sogar. Okay. Aber Maffi, jetzt erläuter uns doch mal, warum du hier das Loch gelassen hast. Hui, hier kann jeder rein. Hui. Ja, ich weiß, da kommt da noch ein Fenster hin, aber ich habe im Moment keine Lust, Fenster zu bauen. Bitte was? Da kommt ein Fenster rein. Stehst du auf Durchzug oder was? Ja. Ey, da komme ich besser rein, raus, was? Deswegen hörst du auch immer so schwer. Den Durchzug. Wegen, ja, genau. So. Okay. Hey, wieso habe ich jetzt bloß 11 Timber? Hab ich echt zu wenig mitgenommen? Ist schon fast grob fahrlässig. So, ich bin mal wieder im Gewölbekeller. Jo, gewölben Sie mal ein bisschen rum. Tust du jetzt schon ausbauen unten oder holst du erstmal nur Steine hoch? Nur Steine. Ach so. Baut sich von alleine aus, meinst du? Ja. So, da werden wir hier jetzt nämlich auch schon mal das Dach setzen. Ich bin jetzt noch unschlüssig, ob ich jetzt einen Holzboden mache oder ob ich es so lasse. Ach so, du meinst für den, fürs Erdgeschoss meinst du jetzt? Ja. Ja, probier's doch. Mach doch mal eine Hälfte mit Holzboden und die andere lässt du mal aus Stein und dann kannst du ja gucken, wie das wirkt. Also, das ist jetzt mein Vorschlag. Oder du machst es wie halt so versetzt, da Holz, da Stein, da Holz, da Stein. Gut, Ja, ich okay, habe das. dann das zu viele Kanten. Ja, gut, das stimmt aber. Und außerdem sieht das ja nicht aus. So, haben wir schon mal überall die Stickies reinklopfen. Ich kriege einen Frosch im Hals. Einen Frosch. Okay. Also ich habe das im Gefühl, wir sind wieder an der Zeit, oder? Ja, und zwar schon fast deutlich drüber. Ja. Also Leute, wie ihr seht, es entsteht und wächst und gedeiht Muffys Kirche. Wir gehen nochmal schnell rüber, bevor wir das jetzt hier beenden. So, mein Speicher entsteht ja auch langsam, aber sicher. Ja, wird Und schon. von daher, das passt dann jetzt schon, genauso ist es. Und ich sag dann mal trotzdem wieder mit dem Blick in Muffys Kirche, weil ich finde das richtig hammergeil. Ja? Das ist echt krass. Ich zeige euch mal kurz noch das Gewölbe, wie das mal später aussehen soll. Geht jetzt zwar ins Dorf rein, unterirdisch, aber das ist ja erstmal egal, in welche Richtung das geht. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob Muffy hier unten noch ausbaut mit Steinen oder so, keine Ahnung, ob er hier vielleicht noch vor die Treppe eine Tür setzt, dass man nicht sofort im Gewölbe steht. Aber das überlasse ich Muffy. Wie gesagt, ich möchte ihm da nicht reinreden. Außer er Also hält meine. Steinboden wird es auf jeden Fall. Ja, okay, also da Klar. habt ihr schon die erste Antwort. Und ich muss trotzdem sagen, ich finde das richtig krass hier mit deinem. Weiß nicht, gefällt mir. Hat echt was. Ja, das ist schon richtig nice. Das Das ist ist schon richtig schön. nice. Nee, es gefällt mir echt. Das sieht richtig gut aus. Aber um jetzt weiter aufhören zu schwalgen und Muffy von der Arbeit abzuhalten, sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein bisschen Feedback da. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge bei Medieval Engineers wieder. Ich sage nochmal danke und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Auch ein Danke von mir und ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.